Serena Williams ist bei den US Open ins Halbfinale eingezogen und damit nur noch 2 Siege von ihrem 24. Grand Slam-Titel entfernt. Die 36 Jahre alte Amerikanerin gewann gegen die frühere Finalistin Karolína Plíšková aus Tschechien Nummer 8 deutlich mit 6:4, 6:3. Es war Williams' erster Erfolg über eine Top-10-Spielerin nach ihrem Comeback im März in Indian Wells. Vor einem Jahr hatte sie das Turnier in Flushing Meadows wegen der Geburt ihrer Tochter Olympia verpasst. Nach der beeindruckenden Vorstellung gegen Plíšková, die 2016 im Endspiel gegen Angelique Kerber verloren hatte, dürfte Williams in New York endgültig die Top-Favoritin auf den Titel sein, mit dem sie den Rekord der Australierin Margaret Court egalisieren würde. Ich kann frei aufspielen, letztes Jahr habe ich zu dieser Zeit ein Baby bekommen. Ich habe nichts zu verlieren, sagte Williams, deren letzter von 6 Titeln bei den US Open 4 Jahre zurückliegt. Am Donnerstag spielt sie gegen Anastasia Sevastova um den Einzug in ihr 31. Grand Slam-Finale. Die an Position 19 gesetzte Lettin warf Titelverteidigerin Sloane Stephens, USA, Nummer 3 mit 6:2, 6:3 aus dem Turnier und schaffte erstmals den Einzug in die Runde der besten 4 bei einem Grand Slam. Williams revanchierte sich im Match gegen Plíšková für die Niederlage im Halbfinale der US Open 2016-13. Ese servierte die langjährige Weltranglistenerste, allerdings unterliefen ihr auch 5 Doppelfehler. Punkt. In den entscheidenden Momenten diktierte sie die Partie, wehrte 10 von 12 Breakbällen ab und verwandelte nach 1:28 ihren ersten Matchball.